Na gut. Das war der falsche Knopf. Dann wollen wir mal zurückkehren anscheinend. Na gut, dann kehren wir halt zurück. Den ganzen Weg erneut. Spaß und so. Denn das dauert wieder ziemlich lange leider. Aber was soll man tun, ne? Was soll man tun? Was sein muss, muss eben sein. Und Ripley kann jetzt leider auch hier nicht einfach runterspringen. Nein, die muss warten, bis der Fahrstuhl da unten einrastet. So. Sein langer und beschwerlicher Weg zurück zur Station. Wo uns die Typen wieder erwarten werden. Und das Alien. Na toll. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Und es hätte nicht einen anderen Weg gegeben, zurückzukehren. Aber ich glaube nicht. Ja, ja, ich laufe geschwind. So geschwind ich eben kann. Seht ihr? Nur noch diesen langen Weg da nach hinten und wir sind wieder zurück in der Station. Dauert sicher nur noch ein paar Stunden. Aber hey, die Zeit müssen wir uns eben nehmen. Schon fast geschafft. Der Weg verkürzt sich immer mehr. Und mehr. Und mehr. Und... Hä? Was? Sind wir schon fast bei der Tür? Ach, wir haben es ja schon fast geschafft. Nur noch 2, 3 Schritte. Komm schon, Amanda. Du kannst es. Ja, wir haben es geschafft. Das ist ja unglaublich. Und es hat nur 59 Minuten gedauert und nicht eine Stunde. Seht ihr, ist doch alles okay. So, dann wollen wir uns wieder umziehen, weil in diesem Raumanzug, da ist man einfach viel zu langsam unterwegs. Ja, schon besser. So, speichern. Ja, du kannst es. Sehr gut. So, wo müssen wir denn hin? Auf jeden Fall erstens mal wieder nach oben. So viel ist klar. Ricardo, halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Oh nö. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm. Was denn jetzt mit Ricardo passiert? Nö, bitte sag nicht, die anderen haben den jetzt auch noch geschnappt. Naja. Wundern würde mich hier gar nichts mehr. Huch! Wow! Ich glaube, die da draußen haben ein paar Probleme. Aha, ist ja super. Komm, Alien, schnapp dir doch diesen Typen da. Das kannst du doch, oder? Kannst du das, Alien? Wo muss ich eigentlich hin? Da muss ich nicht hin. Ich muss da nach unten. Das Alien steht jetzt da drüben. Ja, weißt du, mich hätte das Alien bestimmt schon gefunden. Der Typ steht da, rennt weg und das Alien findet ihn nicht. Mich hätte es direkt geschnappt. Also merke, ja, jetzt muss es aber den Typen erwischen, ja, eben geht doch. Das Alien ist ziemlich bescheuert, wenn es um andere Typen geht. Bei uns ist es einfach nur mies drauf. Put, Alien. Hau mal ab. Geh da mal in der Zwischenzeit hier unten durch. Tschüss. Ich höre dich doch. Sie ist nur leider nicht. Ist gerade ein bisschen doof. Er scheint genau vor uns zu sein. Das ist ja toll.
Ja, ist tatsächlich da vorne. Flammenwerfer-Power. Auch wenn ich sehr viel Power gerade gebraucht habe, leider. Naja, ich muss aber dahin, ne? Hier kann ich auch nochmal speichern, dann werde ich das mal tun. So. Dann wollen wir mal den Aufzug benutzen. Los geht's. Mann, Ricardo, du, hoffentlich lebst du noch, Alter. Komm schon, Tür auf, bitte. Alien, ich bin nicht dumm. Kannst du bitte verschwinden? Bist du weg? Ich glaube, es ist weg. Okay, ich muss einfach da geradeaus hin. Theoretisch. Das klingt nicht gut. Das klingt alles andere als gut. Ricardo, sind Sie noch da? Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Oh nein. Und ein Facehugger hat ihn erwischt. Finde ich ja fast ein bisschen lame, dass niemand außer Amanda Ripley überleben wird. Wobei wir ja nicht wissen, ob Ripley überhaupt überleben wird. Vielleicht stirbt sie ja auch noch. Oh fuck. Hey Kumpel. Hallöchen. Könntest du bitte abhauen? Wow! Aua, das tat weh. Ich hab dir doch nichts getan, außer dir das Fell verbrennt. Interessante Musik jetzt. Ich weiß ja nicht mal, wo ich hin muss. Ich muss irgendwo hin, wo ich halt hin muss. Aber wo genau? Ich glaube, das hier ist falsch. Das war knapp. Ich schleiche einfach nebendurch. Geht das? Das scheint zu funktionieren. Ich habe leider nicht mehr viel Flammenwerferöl, weil ich ziemlich blöd vorgegangen bin. Und hier hinten sehe ich jetzt leider gar nichts. Ja, und wo muss ich denn hier hin? Ja, das blöde Vieh. Jetzt habe ich null. Das heißt, wenn das Alien als nächstes kommt, bin ich am Arsch. Ich kann es nicht mehr vertreiben. Na gut, vielleicht kann ich es noch mit einem Molotow lösen. Das könnte vielleicht noch funktionieren. Die Frage ist halt, wo ich hin muss. Hier hin? Ich speichere jetzt mal nicht, zur Sicherheit. Nö, da sind noch Typen. Die habe ich ja ganz vergessen. Kann ich das Alien die Typen schnappen? Ich muss da nach hinten. Na super. Was war das? Hey, da drüben! Ein Eindringling! Wow! Feuerflucht! Was nicht geholfen hat, leider. Hier am Ende haben wir jetzt ein paar Schwierigkeiten. Das Alien ist nervig und die Typen sind nervig, denn wenn wir die Typen abballern, kommt zu 100% das Alien daher und so viel Flammenwerferöl habe ich nun mal nicht, dass ich hier einfach so leicht durchkomme. Ich
habe jetzt noch 153. Ah, ich hätte noch den Bolzenschießer gehabt, ne? Mit dem hätte ich zumindest den anderen Typen vielleicht ganz gut weggekriegt. Ansonsten musste ich leider vorsichtig vorgehen, weil das Alien, ich kann das mit diesen 153 Flammenwerferöl nicht lange auf Distanz halten. Leider, leider. Na gut. Da komme ich nicht rein, oder? Nee. Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Oh nein. Ja, Ricardo hat's erwischt. Da war gerade irgendwo das Alien. Ja, ich will nicht da durch. Ich gehe lieber hier durch. Wow. Genau das meine ich, Freunde. Das Alien bringt jemanden um und es hört ganz kurz, wie ich den Flammenwerfer benutzt habe und läuft zielstrebig auf mich zu. Es sucht mich nicht, nein, es weiß haargenau, an welcher Position ich stehe. Das ist doch ein Witz, oder? Kein Wesen würde sich so verhalten. Das ist ganz klar, dass das Alien dann programmgenau weiß, wo ich stehe. Und ja, einfach dahin läuft natürlich. Tja, nur wenn ich mich versteckt hätte, dann hätte es noch nach mir gesucht. Vielleicht. Ziemlich blöd gelaufen. Ich dachte, das Alien wäre genau hinter mir. War ja nicht so. Kann ich hier eigentlich laufen? So, Ricardo ist tot. Ricardo? Oh Gott. Ricardo. Oh nein. Naja, den hat's erwischt. Das passiert schon mal. So, jetzt aber komm. Diesmal schaffen wir es. So, jetzt erwischt es den anderen Typen. Ich verstecke mich hier mal. Ich habe keine Ahnung, wo das Teil ist. Wahrscheinlich irgendwo unten. Ich würde gerne speichern. Okay, ich speichere mal. So, und jetzt noch ab nach unten. Das blöde Vieh treibt sicher irgendwo noch hier sein Unwesen. Okay, wo muss ich hin? Ich glaube, da hat es den Typen erwischt. Der hat noch ein bisschen Pumpgun-Munition. Das finde ich sehr positiv. Ich fände es aber auch positiv, wenn sie noch was für den Flammenwerfer gäbe. Leider ist das nicht so. Ich hoffe, hier sind keine anderen Typen mehr.
Ich könnte hier den Ionenschneider benutzen. Ich weiß nicht, wie weit mich das bringt, aber ich mach's mal. Ja, wusste ich doch, dass das Vieh wieder hier ist. Kommt es jetzt zu mir runter? Ja, natürlich kommt es jetzt zu mir runter. So, mach mal weiter hier. Schneidet sie die Platte jetzt wieder von Anfang an durch? Jo, man muss die Platte wieder neu schneiden, was ziemlich unlogisch ist. Aber egal. Wo kommt man denn hier hin? Gibt's hier vielleicht noch was Interessantes? Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Was haben wir denn hier? Munition für Bolzenschieber. Ah, warum auch nicht? Ich hätte aber gern noch ein bisschen Flammenwerferöl. Das wäre mir fast lieber. Flammenwerferöl, 25. Nein, mal hin. Soll ich hier durch? Ja, komm, warum nicht? Ich kann ja hier sowieso wieder raus. Wow! Was für ein Arsch. Schon wieder Munition für den Bolzenschieber. Und Freunde, ich muss auch hier wieder die Folge beenden. Ich bin schon viel zu lange dabei wieder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.